Das Behindertenhilfswerk der Universität Boston trainiert Kapuzineraffen zur Unterstützung von körperlich Behinderten. Die in diesem Film erscheinenden Affen wurden im Rahmen dieses Pionierprogramms geschult. Einige Szenen mögen traumatisch erscheinen, aber keiner der Affen kam in irgendeiner Weise zu Schaden. Linda, ich gehe joggen. Okay. Wie geht's? Die Pulsfrequenz ist normal, aber es besteht keine Gefahr. Ja. Blutdruck 115 zu 65 stabil. Alles zweimal gecheckt. Wir werden noch ein paar mehr davon brauchen, Doktor. Hm. Ist er weg? Ja. Gut, dann können wir jetzt über ihn reden. Oh mein Gott, Martha. Sein Arsch ist ja noch haariger als deiner. Sehr witzig. Nicht zum Scherzen aufgelegt, was? Die Frühschicht hat mehr Humor. Okay. Das hier ist ein Unfallopfer. Er wurde von einem Laster erwischt. Wir haben eine Verletzung an C5 mit einer Dislokation nach vorne des oberen Segments und einer Läsion des Rückenmarks.
Oh, John, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel es mir bedeutet, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Alle herhören, alle herhören. Passt mal auf, passt mal auf. Für alle, die ihn noch nicht kennengelernt haben, das ist Dr. John Wiseman.